Servus, und zwar, Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Leon Elektronik. Und zwar habe ich Folgendes, und zwar zum Probieren mitgenommen als Challenge. Und zwar hier: Pepper King, extrem scharf, von Kindern fernhalten. Habaneros Tortilla Chips mit den Worten Hasta la vista, Baby. Und ihr wisst ja, was Hasta la vista, Baby heißt. Beerdigung! Hasta la vista ist Beerdigung. So, und diese Chips werde ich jetzt probieren. Der Handschuh ist schon hier. Ah, schauen wir mal. Übrigens, nicht zu vergessen, Milch nimmt die Schärfe. Also, könnt ihr euch vorstellen, jetzt geht es hier gleich richtig ab wie Sau. So, Leute, jetzt habe ich hier den Handschuh an, wie ihr sehen könnt. Diese Chips sind wirklich höllisch scharf. Schaut mal auch auf den Kanal von Kelvin und Marvin. Die haben diese Chips schon probiert. Die haben fast eine ganze Tüte gegessen. Die fragen mich, wie schafft man sowas? Und zwar, ich habe gerade schon, und zwar versucht, ein Video zu machen. Ich habe den Chip schon ein Stück schon gegessen. Mir hat es fast die Kehle zugeschnürt. Aber ich mache es jetzt für euch, damit ihr jetzt hier auch ein tolles Video habt. Und zwar werde ich das für euch testen. Die kleine Ecke hier. Die reicht. Ah. Der schärfste Chip. Alter, oh, Satan, Satan, das, oh, ich zieh diesen Handschuh aus, verflucht. Oh, Satan, das, oh, Leute, macht das nicht nach, ey. Oh, ich brauche Milch. Oh, hör auf, Alter. Oh, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie scharf der Scheiß ist. Alter, hier. Hau ab, ist der Chip. Ich fasse den jetzt so an, ich könnte mich jetzt am Arsch legen, wenn mir was passiert. Hier, da ist der Chip. Ach, hau ab mit dem Scheiß. Oh, Satan, das. Hier, da seht ihr das nochmal. Extrem scharf, von Kindern fernhalten. Ja, und das sagt alles, ne? Und hier. Hasta la vista, Baby, Beerdigung. Und zwar, Leute, das ist die Beerdigung, Alter. Wenn man davon schon zwei, ich brauche davon jetzt nur drei Stück essen können, dann könnte der Zanker rufen. Das ist echt schlimm, das ist echt schlimm. Also macht das nicht nach. Ich esse jetzt keinen mehr. Ich trinke jetzt noch ein Sprudel eiskaltes Wasser, muss die Milch verdauen lassen, damit ich mein Bier weiter trinken kann. Dann hauen wir mir nachher die Pfefferchips rein, die schmecken besser, sind toleranter, und kauft diese Chips nicht. Und an den Hersteller geh dich geigen. Das ist nicht mehr normal. Und zwar geh dich mal für den Hersteller, geh dich, geh, der Hersteller soll sich dafür geigen gehen, und zwar geigen gehen. Und vor allem, und zwar auch der Preis, und zwar, diese Packung hat 2 € gekostet, und zwar, das ist so Wucher, und zwar, und für die Schärfe, boah, sind es keine 2 € wert, und zwar, die 2 € müsst ihr immer noch als Entschädigung von der Firma kriegen. Also, oh, Satan. Oh, das kann ich nicht vorstellen, das hier drin, das ist der Hals, der explodiert. Kennt ihr, wie so ein Vulkan brodelt? Und zwar, so ist das hier. Und zwar, wie ein Vulkan brodelt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Schärfste Chip. Haut ab, Alter. Ey. Der schärfste Chip, Leute. Ernsthaft. Das geht gar nicht. Also,
Leute, macht es nicht nach, kauft diesen Chip nicht. Und zwar, der ist so höllisch, das wünsche ich keinem. Und zwar, der Mensch zu Mensch, der Olli, schaut ja das Video auch, der sagt bestimmt, ey, cool, das machen. Und zwar, ich sag's dir, mach es nicht, Alter. Ich sag nur, macht's auf besten Fall gar keiner nach. Wenn einer Schärfe verträgt, okay, aber ich bin ja auch einer, der isst gerne scharf. Und zwar von Chili Chips bis zur Hot Paprika, alles schon gegessen. Aber das hier, das ist der Grabstein. Und nichts anderes mehr. Das ist die reinste Beerdigung. Was man da sich zumuten muss, das ist ein Gaumen. Auf jeden Fall, es soll ja noch einen schlimmeren Chip geben, der nennt sich RIP. Und zwar, den werde ich nicht probieren. Der sieht nämlich schon alleine schon, und zwar die Verpackung, schaut aus wie ein Sarg. Und zwar, und da ist nur ein einziger Chip drin, und zwar, und der ist doch noch angeblich noch schlimmer als das, was ich gerade gegessen habe. Und mir reicht der hier schon. Der hier ist so zwar mit Satan. Richtig Satan ist das. Und wer weiß, vielleicht ist es auch vom Original Satan. Und zwar, das ist nicht mehr normal. Also mit Bibel und Gott hat das nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. In diesem Sinne, macht es nicht nach. Oh. Oh. Und ich fahre jetzt zum Arzt. Oh.